Hallo Leute und herzlich willkommen zur 68. Folge von Agrarian Skies 2. Wir waren ja gerade hier brav am Kohle durchpowern. Mal gucken. Ah, dann müssen wir den Baum draußen auch noch abbauen. Und, ah, wir haben zu tun. Wir haben genug zu tun. Ich denke mal, ich stehe hier in Flammen, aber eigentlich ist es nur diese blöde Fackel, die hier Stress macht. Na, 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 na. Das brauchen wir dringend auch bald mal in einer automatisierten Version. Und wir brauchen immer noch Bilbos Rucksack. So, inzwischen dürfte auch das Invar unten durchgegossen sein. Hoffe ich zumindest ganz stark. Ich wollte gerade sagen, wo ist Nacht draußen, aber die Map macht einfach nur Mist. Das sieht auf der Map immer so aus, als wenn es dunkel wäre. Immer. Achtmal das. Okay, dann müsste das jetzt ja theoretisch funktionieren. So, 16 Pyro. Sehr schön. Dann. Ups. Oh, ich schaff's echt nicht. So. Ach, du gießt immer noch. Oh Gott. Okay. Aber Invar ist genug. 24, 7, 14, 28. 28. Ich hab mehr als genug. Mehr als genug. So. Und noch ein bisschen Elektrum. Achso, wir hatten, glaube ich, hier oben nur die paar Elektrum-Nuggets, genau. Nee. Dann schmeiße ich gleich noch das Netherkupfer unten rein, wenn wir schon mal dabei sind. So, und... So, genug Elektrum-Nuggets. Ich habe schon mal vorgesorgt für später. Wir bauen Elektrum eh noch zu tausend anderen Dingen, aber egal. So. Pyrothium haben wir bereits. Wir brauchen Speed Upgrades. Und zwar ohne Ende. Ja, perfekt. 20 Stück. Wegen fehlendem Ember. Okay. So, sind jetzt mehr als geplant, aber egal. 10 für dich. Oh ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und 10 für dich. So, du sollst jetzt genauso schnell arbeiten. Und wie viel brauchen wir? 21 und 21. Perfekt. So. Ja, die Presse sieht schon eher nach einer richtigen Presse aus hier. Und wir brauchen bald unseren letzten Rohstoff hier. Egal. So, gucken wir mal kurz, dass wir das hier alles nochmal nach unten geräumt kriegen. Und ich brauche definitiv bald einen Autopacker, ansonsten kriege ich hier die Krise. So. Ja, das Problem ist hier nämlich, er kann nur auf die linke Seite der Truhe zugreifen, also nur auf den oberen Teil quasi. Ich könnte es natürlich verteilen, ich könnte hier einfach noch eine zweite Pipe reinhängen, aber hey, wer will denn sowas? So, dann mal gucken, ob das hier geht. Natürlich nicht. Also ich hatte gerade die Hoffnung kurzzeitig, dass eventuell die Chance bestünde. Habe ich jetzt genug? Ja, ich habe genug Strings. Dass die Chance bestünde, dass wir vielleicht alles mit einem abbauen können, aber natürlich nicht. So, String, 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 String. Wolle, 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 Wolle. Und Gray. Back. Eine Kiste. Eine Kiste. So. Und ein Grayback. Was passt eigentlich rein in so ein Grayback? Oh, wow. Bin begeistert. Ja. Greyback und wir kriegen noch einen Brownback. Ist der Brownback genauso groß? Yay. Okay. Ich glaube, ich pack's zum Junk erstmal. Das sind halt Bags, ne? Was soll man machen? Oh, wir haben unsere Uhr noch gar nicht aufgehangen. Ach, wie schön. Könnte ich nicht irgendwie, genau, ich kann jetzt hier auch noch. Ach, ist das schön. So. Läuft. Gut, wie geht's denn hier weiter nach dem Greyback? Ach, jetzt kommen hier auch noch die Spiffy Satchels. Satchel. Satchel. Was kann so ein Satchel?
Thermal Expansion. Okay. Dafür brauchen wir eine Light Blue, eine normale Wolle, 3 Leder und 2 Zinn. Habe ich noch Leder? WZW, kann ich Leder machen? Sieht nicht so einfach aus. Ich kann Leder mit dem Alchemie-Set machen. Ich kann Leder durch Mana-Infusion und einen alchemischen Katalysten machen. Was? Vial of Vanity Emptiness? Okay. Das ist aber nicht so schön. Okay, das wird also schwerer. Okay, und was sieht mit dem anderen hier? Mit einem Diggers Backpack? Diggers Backpack. 2 Steine, 2 Wolle, 4 Strings. Okay. Zwei Steine und eine Kiste, ne? Rezipi. Ein Diggers Backpack. Wir kriegen dafür noch ein Adventurers Backpack und können uns entweder Foresters oder Miners aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen Foresters, weil wir werden hier sehr wenig minen. Außer vielleicht für den Nether. Ich weiß allerdings nicht, ob die Nether aus da reingehen. Ich bin unschlüssig. Wir nehmen Foresters. Okay. Erledigt. Jetzt geht's mit den Quests langsam bergauf. So, und noch mehr Junk quasi. So, dann brauchen wir hier dich. Retzdönchen. So, also ich würde jetzt mal sagen, wir packen die Eier erstmal zum Essen. Den Zucker natürlich auch. Die Äpfel sind auch irgendwie Essen. Kann ich eigentlich Äpfel zu irgendwas Lustigem machen? Wozu brauche ich einen Jeweled Apple? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ja, hier, Apple Pie und so. Aber was Einfaches, Fruchtsaft und Joghurt, okay. Und Joghurt macht man aus Leder, ne? Ja, natürlich. Warum auch nicht? So. Firm Tofu haben wir übrigens auch. Ist schon mal schön. Wir können wieder viele Tofu-Sachen machen. Okay, so Pyrothium kommt jetzt erstmal zu den Dusts hier. Da haben wir noch 7 Stück übrig. Und irgendwo bei den Pflanzen können wir auch die Bäumchen hier reintun. Wir haben so viel Kram, ich muss die ganzen Seeds auch mal durchgehen. So, und wir packen die Würmer wieder zum Essen. Ich muss den Rest natürlich noch abholzen, bevor da alles zugewachsen ist und naja. Ich denke, wir haben genug Saplings, um das zu kompensieren. So. Okay, was war denn jetzt hier noch? Compact Chest. Ich gucke jetzt mal, was so ein Builder kostet. Builder. 6 Eisen, eine Kiste und 2 Hebel. Das ist relativ easy. Ich glaube, das Problem ist auch, dass ich die ganze Zeit so übelst am Farmen von Materialien bin. Also gerade jetzt hier oben natürlich auch. Und das sorgt natürlich im Endeffekt auch dafür, dass ich viel zu viel Kram von viel zu viel Kram habe, was ich wahrscheinlich niemals brauchen werde. So. Nee. So. Dich und Alu, Eisen. Eisen. So. Eisen. Und darum werden jetzt auch die Quests wahrscheinlich relativ schnell von der Hand gehen. Also einige, nicht alle natürlich, weil wir eben schon vorgesorgt haben. Wow. Blödes Mistvieh. Ich weiß immer noch nicht, woher die spawnen können, aber die können spawnen. Ich check's echt nicht, also ich verstehe es wirklich gar nicht. Und ich sollte was essen. Ich sollte was Gutes essen. Okay, Eisen. Okay, dann arbeite mal das Eisen durch und wir gehen mal hoch was essen.
Komm. Um zumindest einen Großteil erstmal wegzukriegen. So. Okay. Sterben wäre natürlich auch eine echt doofe Sache jetzt gerade. Wir haben hier noch, ja. Da kommen natürlich jetzt noch mehr rein, aber gut. Und ich muss vielleicht mal die Möglichkeit finden, das auch zu automatisieren. Vielleicht sollte ich einfach mehrere Schmelzen bauen und gucken, was alles miteinander arbeitet und was nicht. So, das war bei Pflanzen mit drin, das Zeug hier, ne? Ich hab Kram. Boah, gibt's gar nicht. So viel Zeug, was man wahrscheinlich nie wieder benutzen wird. Oh, ich habe hier schon 4 Eier drin. Okay. Tschüss. So. Wir brauchen noch 2 Cobblestone. Die ich natürlich nicht hier habe. Warum brauche ich auch Cobblestone, ne? Okay. Und 2 Sticks. Ich nehme mal einen Stack Cobblestone direkt von hier mit und dann passt das schon. So. Und ein bisschen Holz. Ach komm, wir machen hier gleich wieder Partykisten. Jetzt, wo ich meine Kisten aufgebraucht habe, ist gut. So. Chuck. Oh, Moment. Chuck. Und. So, das sollte uns jetzt den Bilder geben. Ich weiß nicht, ob der Energie braucht oder nicht. Den gucke ich mir gleich mal an. Ich stelle mal jetzt mal hier hin. Okay. Ich brauche ein Clay. Okay, wir müssen erstmal den Bilder haben wir gebaut. Kriegen wir jetzt Iron Bars für. Die können hier rein. Dann brauchen wir Iron. Das kann da rein. Kisten können da auch rein. Und Clay. Habe ich noch Clay übrig? 1. Wow. Light Blue Stained Clay ist uninteressant. Normale Clayblöcke? Nichts mehr? Gar nichts? Nada, niente? Okay. Flip, flip, flip. 1. Zwei. Drei. Soll mir erstmal genügen. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben, aber es ist halt alles wirklich einfach herzustellen. Also wenn man sich überlegt, wir haben jetzt durch die Cobblestone-Maschine, die ja auch schon jetzt etliche Stacks da rumliegen hat, quasi die Grundlage für alles. Okay. So. Chuck. Clay. So. Green. Okay. Sehr cool. Chest. Backpack. Chest. Achso. Backpack brauchen wir eine Wolle. Okay. Theoretisch geht das. So. Dann gucken wir kurz ins Buch. Was von hier aus noch abgeht. Filing Cabinets, okay. Das sind für Einzelitems. Control Your Drawers, okay. Das sieht gar nicht so aus. Aber wir bauen mal eine Kiste hier. Kann ich jetzt hier. Ich will rein. Machen wir erstmal 9 und 3. Build Chest. So, jetzt habe ich hier eine Chest. Mit 27 Slots, ja. Okay. Und jetzt kann ich theoretisch auch hier 9x9. Das ist ja geil. Okay. Die haben zwar leider keine Öffnungsanimation, aber. Okay. Cool. Können jetzt also große Kisten bauen. Gibt es hier irgendwie eine Grenze? 24 mal 12. Okay. Da brauche ich anscheinend mehr Material für. Und es steht leider. Achso, hier steht es doch. 32, 32, 9. Okay. Ja, gut. Aber Hauptsache, wir haben es mal gemacht. Ne? So. Adventurous Backpack. Tschüss. So,
So, dann wenn wir mal draußen hier kurz alles abernten. Ich überlege gerade, ob ich da von oben raufspringe oder so. Ist ja auch mal eine wichtige Sache, ne? Dass man hier schnell vorankommt. So, mal kurz hier die Stämmchen runterhauen. Okay. Theoretisch in den Void fallen kann ich ja zum Glück von hier oben nicht mehr. Zumindest nicht mehr so einfach. Also klar, ich könnte jetzt hier über die Grenze fallen, aber das ist ja doch ein bisschen unwahrscheinlich. Okay, so, ihr seht, also ich versuche jetzt gerade auch für Wolle zu farmen, ne? Also einfach nur, damit wir es dann haben. Und theoretisch wäre das jetzt total einfach. Wir können ja das ganze System hier so lange fortsetzen, wie wir wollen. Gibt es eigentlich Würmchen? Ja, gibt auch Würmchen. Oh Gott, okay. Da ist schon wieder einer gewesen. Wo mich mal interessieren würde, baut der die eigentlich auch ab? Chuck. Chuck. Also die Blätter? Nee. Die Blätter interessieren den quasi nicht. Okay, das heißt, theoretisch könnte man... Naja, das bringt ja auch nichts, dann baut er die Bäume viel zu schnell ab, dann decay die Leaves und dann hat man nichts gewonnen. Schade. So. Okay, zur Effizienz. Wir haben jetzt 5 Würmer und 54 Strings. Ich denke, das reicht erstmal ein bisschen. Okay, so. Was war denn jetzt hier? Oh, was? Haben wir das noch nicht hier? Specialized, achso, das Void Upgrade, dafür brauchten wir, glaube ich, eine Enderperle, ne? Void Upgrade. Nö, 2 Pistons und ein Obsidian. Das können wir tatsächlich sogar machen. Okay. Oder auch nicht. Ach doch, hier ist er noch. 2 Eisen, 2 Redstone. Kabel haben wir ein bisschen was in der Tasche. Holz haben wir hier auch. So, Void Upgrade. Piston Chuck. 1, 2. Und ein Obsidian da. Chuck. Void Upgrade. Erledigt. Klein. Dann kriegen wir hier ein Structural Upgrade, auch wenn wir das wahrscheinlich erstmal gar nicht brauchen. Aber wir haben es. Kommt jetzt gleich hier in die Maschinenkiste. Void Upgrade und das Structural Upgrade natürlich auch. Ich möchte gar nicht wissen, was da... Oh Gott. Also der löscht quasi alles, was über die Barrel-Größe kommt, ne? Ja, genau. Genau, so. Dann haben wir Fighting Cabinet. Advanced. Wir brauchen aber noch ein normales. 3 Kisten und 6 Eisen. Okay. Holen wir mal schnell Eisen. Ich versuche tatsächlich jetzt gerade mal die einfachen Quests durchzuhauen, weil es ist doch komisch, wenn man so viele Quests offen hat, die man eigentlich mal schnell erledigen könnte. Ne? So, denn derzeit wird wahrscheinlich jetzt oben auch unsere Lava leer gelaufen sein. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall uns um ein bisschen bessere Lava-Produktion kümmern. Was ist noch das? Chests habe ich wieder weggepackt oder was? Habe ich in die Chests hingetan? Oh, hier sind übrigens die ganzen, das sollten wir vielleicht herausnehmen. Die ganzen Barrel-Sachen und die Upgrades dafür. Die kommen wahrscheinlich besser erstmal zu den Maschinen. Genau wie auch die Drawer. Ah, hier sind noch Kisten, okay. 3 Stück. Chuck. Und Chuck, haben wir ein Filing Cabinet. Für alle, die nicht wissen, wie das Ding genau funktioniert, also ein Filing Cabinet ist im Grunde eine relativ sinnvolle Sache, wenn man von etwas viel hat, wie zum Beispiel Schallplatten. Der kann alle Schallplatten aufnehmen. Oder der kann alle Pickaxes, die man hat, aufnehmen. Oder er kann
keine, also in jedem State quasi, also dann nur Holzpickaxes, aber egal wie kaputt die sind. Oder er kann halt von allem quasi 270 Stacks aufnehmen. 270? Ich glaube ja, 270. Oder 270 Einzel-Items, ich weiß es nicht mehr. Lohnt sich auf jeden Fall bei Sachen, die nicht gerne stacken. Sind diese Dinger echt Gold wert. Diese Wand sieht so zusammengepuzzelt aus, jetzt egal. So, haben wir alle Licht. Kriegen wir noch welche, sehr schön. Und haben wir jetzt schon irgendwo anders andere Quests freigeschaltet? Hier noch nicht, aber da müssen wir auch mal rein. Mopanta wahrscheinlich auch nicht. Ne, da müssen wir jetzt noch, genau. Genau, so. Mystical Blood müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Thaumaturgy ist noch komplett... Oh my fucking goodness. Wie auch immer sich das freigeschaltet hat, es hat sich freigeschaltet und das sieht übel aus. Okay, Botanical Engineer, nein. Bees and Trees, oh da, okay. Hier ist nichts weiter zugekommen. Hier ist noch gar nichts drin. Okay, das sieht doch an sich schon mal recht interessant aus. Wir sollten vielleicht Storage Wars der nächste Runde noch weitermachen hier so. Water Source, Ender Tank. Vielleicht auch mal hier diese Drawer Controller uns angucken. Die sind ja auch ganz interessant. Aber zuallererst haben wir da oben ein leeres Lavafass. Und ich glaube, das wird Schritt Nummer 1. Gut. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und einen Kommentar natürlich auch. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich genau das gleiche. Daumen gibt es auch nach unten, wenn es denn sein muss. Aber schreibt mir bitte auch dazu, warum es euch nicht gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.